Ein Schluck Wasser für den US-Präsidenten. Schließlich muss der gleich einiges erklären. Bundeskanzlerin Merkel ist zu Besuch im Weißen Haus. Auf der Agenda stehen die Ukraine-Krise, die Überwachung durch die NSA und das transatlantische Freihandelsabkommen. Die fünf wichtigsten Aussagen von Obama und Merkel im Überblick. Erstens, Einigkeit demonstrieren und die transatlantische Partnerschaft beschwören. Den Schwerpunkt hat erst einmal das aktuelle Thema natürlich der Ukraine gebildet. Es zeigt, wie wichtig die transatlantische Partnerschaft auch in der heutigen Zeit ist. Angela, I want to thank you for being such a strong partner on this issue. You've spoken out forcefully against Russia's illegal actions in Ukraine, and you've been a leader in the European Union as well as an indispensable partner in the G7. And your presence here today is a reminder that our nations stand united. Zweitens, Sanktionen gegen Russland. Wie will der Westen weiter vorgehen? The Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine and disrupt this month's presidential election, we will move quickly on additional steps, including further sanctions that will impose greater costs. But that is a choice facing the Russian leadership. Our preference is a diplomatic resolution to this issue. Ein Wort zu der Frage der Sanktionen. Ich stimme dem amerikanischen Präsidenten zu. Sie sind kein Selbstzweck, sondern sie sind in der Kombination mit der Offerierung, dass wir diplomatische Lösungen wollen, eine notwendige zweite Maßnahme, um deutlich zu machen, es ist uns ernst. Drittens, das Kanzlerinnen-Handy, lange Zeit abgehört vom Geheimdienst NSA. Angela Merkel is one of my closest friends on the world stage and somebody who whose partnership I deeply value. And so it has pained me to see the degree to which the Snowden disclosures have created strains in the relationship. Gibt es nun also strengere Regeln für die Geheimdienste? These are complicated issues and we're not perfectly aligned yet, but we share the same values and we share the same concerns. Dennoch gibt es Meinungsunterschiede über die Balance zwischen der Intensität von Überwachung auf der einen Seite, dem Schutz vor Gefahren der Bürgerinnen und Bürger und auf der anderen Seite der Sicherung der privaten Freiheit und der Persönlichkeitsrechte. Und dies wird auch weitere tiefere Diskussionen zwischen unseren Ländern notwendig machen. What I've said is that the privacy interests of non-US citizens are deeply relevant and have to be taken into account, and we have to have policies and procedures to protect them, not just US persons. Und zu guter Letzt, wie steht's um TTIP, das Freihandelsabkommen? Deutschland ist fest davon überzeugt, dass für die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika hier sehr viel mehr Chancen geboten sind für die Zukunft und dass es wichtig ist, dass wir dieses Abkommen auch zu einem Abschluss bringen. Kurzes Schultertätscheln für die Kameras, eine Geste, die klar machen soll, hier ist nicht nur ein politischer Partner, sondern auch eine Freundin zu Besuch.